Herzlich willkommen zurück zu Hard West. Wir müssen nach der Bohrung wieder zurückkehren ins Labor. Und das machen wir natürlich gerne. Solomon bemühte sich, seine Verbündeten nicht zu beschuldigen, doch seine Gedanken waren immer öfter voller Hass. Allmählich glaubte er, der Protektor und die Persons hätten sich gegen ihn verschworen. Als er in dieser Nacht aus einem Albtraum hochschreckte, wurde er von Ideen für einen weiteren Entwurf überwältigt. Solomon blieb in Shumacliffs altem Labor. Er fühlte sich darin inzwischen wie zu Hause. Okay. Keine Psychosen mehr, keine Wahnvorstellungen mehr. Das ist gut. Okay, wir müssen den Meteoriten noch erforschen. Wir haben aber noch Forschungsarbeit. Und wir haben ja wieder Entwürfe. Und wir gehen nochmal in die Mechanik. Solomon gelang sein erster Erfolg auf dem Gebiet. Das haben wir schon geschafft. Wir werden einen Entwurf machen. Und er erfindet die Betäubungsbombe. Okay. Haben wir noch mehr Entwürfe eigentlich? Ich glaube nicht. Doch, wir haben noch eine. Können wir nochmal die Büchsenmacherei nochmal nach vorne machen? Kettengewehr und Entenfuhr. Entenfuß. Hier steht Entwurf. Ach, den haben wir verloren. Okay. Können wir noch mehr machen? Ja, wir können hier nochmal. Und wir bringen jetzt den mal auf fast aufs Maximum. Das Mammutgewehr. Aber jetzt sollte eigentlich Schluss sein. Nee. Dann können wir das nochmal voll machen. Multitrommelrevolver und die Revolverflinte. Wie viel haben wir denn noch? Will die Mechanik noch weitermachen? Ne, jetzt war es das. Okay, 4 Stück. Cool, dann haben wir das hier auch schon auf Maximum gebracht. Oder? Jetzt waren das 3, weil hier haben wir jetzt keinen. So, dann gehen wir hier aber noch einmal kurz raus. Dann können wir nämlich nochmal eben gucken. Wir hatten ja auch einen verloren. Genau, dann müssen wir nämlich jetzt hier einmal wieder die Waffen entsprechend machen. Beziehungsweise eigentlich... Oh, wie war das denn nochmal? Jetzt war ich schon wieder länger nicht hier. Ne? Werkstatt war das, glaube ich. Pony Express. So, und dann hätten wir eigentlich ganz gerne... Oh, das Elefantengewehr klingt gut. 5 Schaden. Wir holen uns mal das Elefantengewehr. Und das Kettengewehr. 16 Munition. Und eine Harmonika-Pistole. Ich hoffe, wir können uns das leisten. Locker. So. Dann können wir nämlich jetzt einmal gucken, wen wir jetzt womit ausstatten. So, Waffe. Er hat ja... kurze und mittlere Reichweite. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Da haben wir schon die... Harmonika, aber dann kann er jetzt hier auch das Revolvergewehr kriegen. Dann haben wir nämlich jetzt hier 2 mit mittlerer Reichweite. Er bekommt das Gewehr mit Zielfernrohr und die einläufige Flinte, falls mir jemand zu dicht kommt. Was haben wir jetzt noch hier? Den Bündelrevolver haben wir noch. 5-6. Das ist doch besser. Er hat 2, eine Nahkampf und eine kurze Waffe. Ja. Dann würde ich vielleicht die Flinte noch weglegen und ihm stattdessen den Bündelrevolver geben. Der sieht lustig aus. Halt, wir sind noch nicht ganz fertig. Denn er braucht natürlich auch noch Zeug. Verbessert Zielen. Ich benutze kaum Zeug, ne? Raune. Komm, dann kriegt er die Schallbombe und eine Meteoritenstaubbombe. Dann haben wir hier mal wieder Bomben im Einsatz. Und dann bekommt er hier noch das heilige Amulett. Und dann sieht das doch soweit ganz gut aus. Dann können wir jetzt den Meteoriten erforschen. Solomon konzentrierte sich darauf, wie er den Meteoriten zur Heilung des Wahnsinns nutzen konnte.
Er fühlte sich unglaublich klug. Seine unablässigen Geistesblitze lösten einen beispiellosen Höhenflug erfolgreicher Forschungsarbeit aus. »Heureka«, rief Solomon, als er die letzten Schrauben an seiner Maschine der geistigen Gesundheit festzog. Dann versammelte er die Pinkertons im Labor und erklärte, was zur Aktivierung nötig war. Okay, zum Kampf. Ah ja, hier steht immer noch mal so eine kleine Zusammenfassung. Es ist halt nur eine kleine Zusammenfassung, gibt nichts Neues. Delir was putting the final touches on his masterpiece when the madmen closed in. If he could get power to the machine, it would invert the meteor's energy. It might cure them, it might kill them. Either way, it would stop them. Solomon muss noch die erforderliche Anzahl Hebel betätigen. 5 Hebel. Ja, wer baut denn sowas? Okay, wir müssen 5 Hebel bauen. Was heißt bauen zusammen? Ihr wisst schon, 5 Hebel. Okay, hier ist der erste. Dann werden wir uns mal gegen den Uhrzeigersinn vorarbeiten. Und er steht, macht jetzt hier so die hintere Absicherung. Dann werde ich ihn mal da hinstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt der Endkampf ist. Also mir fehlt hier echt eine Overwatch-Funktion. So, er hier. Delair muss überleben. Okay, er muss denn Solomon das machen? Nee, er kann das auch machen. Nee, kann er nicht machen. Okay. Dann stellen wir ihn mal dahin. Ich weiß halt nicht, von wo die jetzt kommen. Dann nehmen wir ihn. Okay, wir gehen mal aufs Risiko. Solomon restored partial power, but not enough to start the device. Okay, aber er ist ja auch derjenige, der unsichtbar wird. Es ist ja zum Glück dunkel. Das ist halt schon eine verdammt coole Sache. Okay, der nächste Hebel wäre hier. Wie kommen wir da hin? Durch die Tür kommen wir da hin. Dann stellen wir den noch schon mal hier hin, dass er da einmal absichern kann. Und der Gegner ist dran. Ach hey, da sind aber viele. Haben aber auch eine Reichweite. Die habe ich nie. Da. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, die wir noch machen können. Also wir können hier 3 Hebel ziehen. Das ist doch gut. Dann nehmen wir doch die. Ist halt die Frage, nimmt man die hier in der Nähe oder nimmt man dann die, die ein bisschen weiter weg sind? Aber die sind halt auch nicht besser platziert. Ne, wir nehmen schon die, die hier stehen, würde ich sagen. Wir nehmen erstmal den und dann... Oder die drei hier. Das Ding ist, die reichen halt dann. Eins und dann ja, nehmen wir die drei da an der Seite. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Je nachdem, wie der Kampf dann auch läuft. Ach ja, aber hier belagern sie halt schon ganz gut, ne? Andererseits, man muss halt da irgendwie durchgehen. Das ist schon ein Problem. So, mit dir könnten wir jetzt sogar schon schießen. Ich hätte gern den grünen Typen hier einmal. Was können wir mit dem denn erreichen? Der hat halt nur diese Nahkampfdinger. Okay. Na, warte mal. Dann stellen wir ihn doch mal hier. Kann ich ihn hier ans Fenster stellen? Ja. So, das müsste doch jetzt besser gehen. 64%. Serienkiller hat er. Den hätte man mal aktivieren können, ne? Verdammt. Okay, dann können wir jetzt mit ihm hier hingehen. 34%. Was macht die Schallbombe? Ah, die können wir natürlich nicht rauswerfen. 50%. Was macht der Blutton nochmal? Okay, nee, das bringt mir nichts. Jawohl. Wieder einen rausgenommen. Ja,
Mal gucken, ne? Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viele dann noch nachträglich kommen. So, den kriegen wir jetzt leider nicht so gut platziert. Dann gehen wir da hin. 40. Achso, ich vergesse mal. 44. Die Alraune. Glücksschub. Verbessert Zielen. Ach so, aber dann kann ich das nicht mehr machen. Ah, shit, das war ein Fehler. Okay, das war nicht so schlau. Sollte man meinen. Hier hat aber keine Deckung, ja? Nee, hier wird keine Deckung angezeigt. Das ist ein bisschen ungünstig. Weil mit dem möchte ich auf jeden Fall jetzt noch schießen. Ja, dann drehen wir den Tisch um. Einen präzisen Schuss machen. Er hat nicht genug AP dafür. Genau so war das. Aber er hat trotzdem 100%. Zack. Gereicht aber nicht. Ja, perfekt. Oh, der hat nur noch 3 Lebenspunkte. Das ist auch gar nicht gut. Wann hat der denn Lebenspunkte verloren? Das hat er irgendwie nicht mitgekriegt. Seinem einen da. Das ist echt nicht gut. Das sind aber viel zu viele hier. 5 Hebel. Okay, das war nicht schlimm. Das war auch nicht so schlimm. Er hat halt die gute Deckung. Das merkt man hier jetzt mal. Aber er wurde halt trotzdem jetzt 3-mal getroffen. Gleich 4-mal. Und der wird jetzt auch mehr knallen. Oder auch nicht. Okay, 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 okay. So, dich stellen wir... Haha, jetzt jeden ranstellen. Das war eigentlich ja auch nicht so gut, dass er da stand. Die Frage ist... Ja, gehen wir jetzt mit allen rein und lassen sie kommen? Würde ich fast sagen. Man kann nicht erst schießen und dann, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Wir stellen die jetzt hier jeweils an die Tür ran. Ist dann halt so. Dann kann er gleich noch mit an die Tür gehen, weil dann machen wir die beiden Hebel da. Jetzt soll der Geiz... Kommen die gleich nur rangelaufen, vermute ich, weil sie uns hier ja nicht treffen können. 3 Hebel brauchen wir noch. Genau, jetzt kommen sie rein. Schießen. Wie soll der denn von da den hier treffen? Das schließt sich mir nicht. Okay, da ist auch noch einer drin. Jetzt kommen die da alle rein. Das wäre eigentlich gut für die Bombe. Aber eigentlich sollten wir sie dann auch ganz gut erledigen können. Die Frage, wie wir dann wieder raus auf die andere Seite gehen, ne? Wahrscheinlich. Da müssen wir mal gucken, wie sie dann alle stehen. So, erstmal müssen wir hier die Tür aufmachen. Okay, schießen kann er von hier aus nicht. Dort haben wir aber ein Querschlägerobjekt. Wir haben nicht genug Glück. Was hat er denn? Eine Raune. Glücksschub. Achso, das war's dann jetzt schon. Nee. Jetzt kann er den Querschlag machen. Dahin. 69%. Ha. So, das ist doch super. Dann konnten wir das doch schon mal machen. Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder den grünen. 64% mit dieser Waffe. Das ist ein bisschen weniger. Okay. So, Delia. Das Problem ist, dass das jetzt hier halt... der steht dann halt ein bisschen gefährlich hier.
Ich muss auch auf die andere Seite gehen, um den Hebel drehen zu können. Das heißt, er kann jetzt eh nichts machen. Die kommen jetzt aber hier rein. Dann können wir sie doch schon mal so ein bisschen dahin locken. So, und der hat Bomben. Dann kann er doch... Entweder dies... Lähmt. Ja, das klingt doch gut. Die können wir da jetzt einmal hinwerfen. Und dann kann er nachladen. Ah, der steht halt auch wieder nicht so gut, ne? Aber er muss nachladen, das hilft nichts. Ah, mal gucken. Vielleicht ist er auch gleich wieder tot. Jetzt kommen die alle hier rein. Ich frage mich, ob dann die Sache dann auch in dem Bereich gilt, in dem sie stehen, oder ob das die betrifft, die ich hier angeworfen habe. Das weiß ich halt nicht. Shit. Okay. Aber die haben jetzt wirklich alle nichts gemacht. Das ist schon mal gut. So, das heißt, wir können dich einmal hier hinstellen. Vielleicht laufen wir einfach hier unten dann lang. 69%, das nehme ich. Daneben. Ja, man kann ja nicht alles haben. So, dann haben wir ihn hier wieder. Er muss da weg. Ich fürchte, der ist schon wieder geopfert. Tja, wo stellen wir den hin? Ich würde eigentlich gerne mit ihm schießen, aber das können wir uns abschminken, diese Runde. Obwohl, nee, ich kann ihn da hinstellen. Da hinstellen. Und dann können wir mal gucken. Ne, können wir nicht. Dann kann er auch trotzdem da stehen bleiben. Das ist okay. So, Delia. Macht einmal den Hebel bitte. Noch zwei. Schade, dass der hier nicht animiert ist. Und kann sich hier einmal in Sicherheit bringen. Achso, er hier. Mit dem wollen wir nichts mehr weitermachen. Und der Grüne geht auch mal dahin. ...49%... ...44%... Egal, wir müssen es probieren. Jawohl! Cool. Und mit ihm bleibe ich da jetzt mal ganz feige stehen. Ja, da ist ja noch einer. Okay, die kommen jetzt wahrscheinlich von hinten. Wir wissen es nicht. Ja, das ist jetzt ein Problem hier mit ihm. Das heißt, ich muss ihn dahin stellen, weil weiter komme ich nicht. 73%! Okay, wie sieht's aus, wenn wir den jetzt hier noch einen Querschläger machen? Das würde gar nicht funktionieren. 59%. Und wenn wir dahin schießen... Ach, 59. Nö. Dann machen wir keinen Querschläger. Sondern hier 73% rüber. Das ist doch mega. Okay, er... Ach, das ist so bitter. Er kann sich dann dahin stellen. Und 74%. Das ist okay. Und wichtig, dass wir da jetzt den freien Weg haben. So, der andere. Er könnte sich jetzt dahin stellen, da steht er aber echt blöd. Also stellen wir ihn dahin. Und lassen ihn nachladen. Delia. Ja, mit dem können wir dann einmal dahin stellen. Zwei Hebel fehlen ja noch, ne? Also... Ich würde diese beiden hier probieren und dann hier wieder zurückgehen.
Im Idealfall ist er jetzt da eh gleich vorbei. So. Gegner dran. Ja, die wissen nicht so ganz, was sie machen sollen. Bringen sich alle da in Position. Das ist aber gar nicht so schlecht. Dann können wir einen schon mal darüber schicken. Den anderen können wir noch nicht ganz so weit. Ja, wird jetzt eine Sprintrunde. Ich hoffe, der kriegt da die Deckung, die ich für ihn hoffe, weil die werden gleich versuchen, hier rüber zu schießen. Okay, er kommt auch nicht wirklich... Ah, der kommt nicht so weit, ne? Oh je, jetzt bringen wir Delia in Gefahr. Okay. Das war jetzt aber nett, dass die gar nichts gemacht haben. Okay. Ich würde sagen, der sichert hier einmal ab. Sollten ja aber eh keine Gegner mehr drin haben. Ihn können wir... Er kommt nicht mal hier rein, oder? Doch, der kommt genau bis da. Wir dürfen halt hier nicht auf offenem Feld stehen. Das ist die Hauptsache. Der kann schon mal dahin gehen, falls da jemand kommt. Lass sie jetzt hier durchgehen, was wir tun werden. So, und er schafft es noch nicht ganz. Dann stellt er sich mal rein. Soll es nicht. Okay, aber reicht noch. Gehen wir weiter nach da vorne. Du musst einmal nachladen. Dann sollte sich erst der Grüne weiter bewegen. Frage ist, wie weit? Ich würde sagen, solange wir die Hebel noch nicht bewegen, gehen wir erstmal nur bis da. Die können wir sowieso nicht. Okay, wäre egal gewesen, in welcher Reihenfolge. Und wir können hier Hebel Nummer 4. Ne, Hebel Nummer... Ne, noch einen. Genau, noch einen. Das reicht ja dann. Genau, so war ja auch der Plan. Kann sogar beide Hebel in dieser Runde... Solomon restored full power. The machine came to life on its own. Suddenly a blinding flash suffused the battlefield along with a thunderous blast. The power of the meteor, now inverted, invaded every mind in the area. All in the vicinity were cleansed of madness, but in its place, only blanks remained. Some awoke as from a bad dream, others stared emptily. Several dropped dead. Over the next few weeks, Pinkertons appeared by the dozen to help rebuild the town. The crisis was over. Delir vowed to protect the machine until it was needed again. Szenario abgeschlossen. Ja, schön. Damit haben wir den Wahnsinn besiegt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit der nächsten Kampagnenmission weitermachen. Mal gucken, was uns da dann erwartet. Bis dann.